Hallo, 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 hier ist wieder Schoki bei Noki Daily mit deiner Tagesdosis Angeberwissen. Ich bin der Sashi und das ist der Clint. Und der Clint ist von dem YouTube-Kanal Gonzales und Clint. Ja, genau, Gonzales und Clint. Ich komme ja gar nicht drauf. Wir zocken so ein bisschen. Zockt so. Ja. Mal hier so? Auch, aber nee, eher so. Wie, wenn die Maus das ist und dann. Ach so, ja. Die Tastatur ja. Mit. Okay, ich verstehe. Controller auch. So, Controller. Ja. Ja. Könnt ihr mal auf seinem Kanal gucken, Gonzales und Clint. Abchecken. Einfach mal abchecken, genau. Was aber bevor ihr das macht, lasst ihr hier auch einen Daumen, ne? Und ein Abo sonst. Ja, genau. Okay. Sonst müsst ihr wieder zurückkommen, ja. Doppelter Weg. Wir haben heute den 1. September und am 1. September haben wir ein Geburtstagskind. Ja, 1989, ja. Das war Bill Kaulitz von Tokyo Hotel. Ja, von Tokyo Hotel, das genau. Das ist hier der Sänger. Ja, der war auch bei DSDS als Jurymitglied. War er? War er. Um Gottes Willen. Ja, da hat er auch schon hier das Tattoo. Wie ist das? Sieht er auch, er hat gesungen. Also er war hier echt aus wie Hund, ne? Der Leader der Band. Ja. Er war der Kopf der Band. Aber der hat auch irgendwie bei so einer Castingshow hat er selbst auch mitgemacht. Echt? Bin ich der Meinung. Ja, habt das, glaube ich, gesehen als Kind. Hat er sich casten lassen, hat aber, glaube ich, nicht gewonnen oder so. Aber es gibt die Bilder. Nee, da gibt es auch nicht eine. Ach, das ist eine Information. Das gibt's. Die gibt es nur bei mir. Ah, guck mal, hier. Ja, das ist. Heimlicher Fan. Nee, ich bin kein heimlicher Fan, sondern ich bin. Informiert. Total informiert. Gut. Ja. Am 1. September ist aber auch die Expedition der Tiefseeforschung in Neufundland zack nach unten gegangen und hat die Titanic gefunden. Und das war 1985. Am 1. September 1985. Ja. Und dann wurde das blaue Herz. Diamant-Ding. Nee, das war nur ein Film, das war Käse. Das war Blödsinn, achso. Ja. Aber 1985 wurde die Titanic gefunden und haben sie nie geborgen. Aber wissen wir ja, schwierig. Wissen wir hast du das mal versucht? Was denn? Das ist ja nicht so, als ob du so einen Ring in den Pool schmeißt, hinterher springst und rausholst. Was soll ich versuchen? Ja, bei deinem Bronze, was du schwimmst, ne? Seepferdchenbronze und dies, das. Aber was soll ich denn versuchen? Weil das brauchst du für die Prüfung. Was? Ja, du kriegst so ein Ring, der wird ins Wasser geschmissen. Ach so, das? Springst du hinterher und los. Ja. Und das ist ja bei der Titanic nicht so. Du kannst ja nicht einfach sagen, wie holen wir jetzt mal im Hoch. Wo? Nee, natürlich nicht. Nee, deswegen kannst du ja auch nicht bergen. Du musst ja, ne? Was erzählt der denn da? Einiges. Ja, was war noch am 1. September? Man wird es kaum glauben. Ja, was denn? Aber Tom Kaulitz. Tom Kaulitz. Hat auch Geburtstag. Ja, man könnte meinen, die sind Zwillinge. Ja. Hammer. Ja, unfassbar, ne? Was ist der Gitarrist? Der spielt die Gitarre, ja. Bist du Tokyo Hotel Fan? Nein. Schade. Da hätten wir jetzt nicht mehr Informationen kriegen können. Echt? Ja. Und am 1. September 1972 war auch der Endkampf der Schachweltmeisterschaft zwischen Bobby Fischer und dem Russen Boris Spassky. Ja, das ist ein Ding. Ja, und da begann das. Und das Schachduell, das war das größte Schachduell der Geschichte. Ja. Und das war praktisch ein Kampf der Systeme. Ost gegen West, so wie bei Rocky, weißt du? Kennst du Rocky? Ja, gegen, wie heißt der noch? Dieser Drago. Ja, genau. Ja, Ivan Drago. Der erst Apollo reingedrückt hat. Den umgebracht hat. Reingedrückt, ja. Ja, ich habe die unter 16-Version gesehen. Ja, aber ehrlich. Ja, und der Bobby Fischer hat nämlich gewonnen. Als erster nicht-sowjetischer Spieler wurde Weltmeister. Ach so, vorher waren es immer nur Sowjeten. Ah, Mensch, da haben wir ja mal... Ja, und das war 1972. Und das ist hier Bobby Fischer, guck mal. Das ist Bobby Fischer. Sieht aus... Also ganz schön große Ohrläppchen, ne? Also das sieht ganz schön groß aus. Aber richtig ganz groß. Richtige Perle, der Bobby. Ja, naja. Ein richtiger Könner, ne? Kann man so und so sehen. Die steht für Gönn. Ja, das war der 1. September. Am 1. September hier müsst ihr auch hier auf Gonzales und Clint gehen. Ja. Ab und zu mal. Und mal liken. Ja. Ja. Gerne. Cheerio, Miss Sophie. Halt die Haare. Lass wehen. Ach, guck mal. Oh Mann, ist das schwer. Echt? Ja. Ich finde deine Anmoderation schwer. Das machen wir mal mit dir. Mit mir? Beim nächsten Sendung, wenn du da bist, machen wir das mit dir. Ah. Kann ich jetzt aufhören zu winken übrigens? Ja, bitte. Sieht komisch aus.